Ich hatte schon am Anfang gesagt, ein Friedensgespräch ist auch ein Streitgespräch. Nun wollen wir mal sehen, ob wir in einen Streit geraten können. Wir hören jetzt Herrn Professor Dr. Hans Joas. Herzlichen Dank, Herr Joas. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin jetzt in einer etwas undankbaren Situation, finde ich, aus zwei Gründen. Die erste ist, bei mir hat der Südafrika-Aufenthalt beziehungsweise die Rückumstellung auf das Wetter hier von 36 Grad dort zu einer Erkältung und einer schrecklichen Heiserkeit geführt. Ich kann jetzt nur hoffen, dass Sie mein Krächzen verstehen und meine Stimme nicht für meine normale Stimme halten. Und der zweite Grund ist, dass ich die sympathische Begeisterung über Martin Luther, die mein Vorredner ausgestrahlt hat, nicht ausstrahlen werde. Aber das ist so ein bisschen die Rolle des Partyschrecks, habe ich jetzt zumindest den Eindruck, nach dem Beifall. Dabei kann ich nicht anders, als ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen, bin andererseits überhaupt nicht motiviert, jemand seinen evangelischen Glauben zu vergällen. Ich gehe allerdings auch nicht so weit, wie Herr Mokrosch mir angesonnen hat, dass ich begründe, warum Sie evangelisch bleiben sollen oder werden sollen. Also da fühle ich mich überfordert. Ja. Gut, also jetzt in einem ganz anderen Register gesprochen. Jubiläen geben Anlass zu Rückblicken. Die Jahrestage von Ereignissen, die Entzweiung und Konflikt bis hin zur Gewalt auslösten, werden nach aller Erfahrung immer auch kontroversen Charakters sein. Schon die Rede vom Jubiläum, Herr Bedford Strom hat darauf gerade angespielt, klingt falsch in den Ohren derer, die vor allem die tragischen Folgen eines Ereignisses vor Augen haben. Der Jahrestag der Reformation oder wenn der Blick nicht nur auf Wittenberg 1517 gerichtet werden soll, der Reformation nennen, hat in den 5 Jahrhunderten seither zu äußerst verschiedenen Behauptungen über die Folgen dieses welthistorischen Ereignisses geführt. Schon innerhalb des protestantischen Bereichs sind lutherzentrierte und calvinistische Geschichtsbilder oft nicht identisch gewesen. Und von den Nachfahren der sogenannten Stiefkinder der Reformation, also der unterdrückten, radikaleren Richtungen, wird bis heute darauf hingewiesen, dass ihre Niederlagen und Verdrängungen auf den Einsatz der Staatsmacht zurückgehen und nicht auf Schwächen ihrer religiösen Lehren. Weil aber die Sieger meist auch die Geschichtsschreibung dominieren, gilt den Leistungen der Verlierer oft die geringere Aufmerksamkeit. Das Reformationsgedenken von Katholiken und Protestanten unterschied sich lange fundamental. Erst heute, da beide zusammen befürchten, dass das Christentum in Europa insgesamt immer schwächer zu werden droht, steigt hoffentlich oder sicher nicht nur aus diesem Grund die Bereitschaft zu ökumenischer Zusammenarbeit und Versöhnung auch in der Geschichtsschreibung. Auch nationale und nationalistische Aufladungen spielten im Reformationsgedenken häufig eine große Rolle. Luther kämpft gegen die Welschen und die deutschen Protestanten, gegen die romhörigen, ultramontanen Katholiken und gegen die aufklärerischen Franzosen und gegen die profitsuchenden Angelsachsen. An die Stelle tritt heute, da Deutschland sich demonstrativ zum Westen rechnet, gelegentlich eine neue Polarisierung, nämlich die des Westens gegenüber dem Rest der Welt. Es ist nicht leicht, den Schutt der sich aufhäufenden Deutungen zu durchdringen.
das Gute zu bewahren und das Schlechte zu beseitigen. Aber das, vermute ich ein bisschen, erwarten die Veranstalter, wenn sie einen historisch orientierten Sozialwissenschaftler und nicht einen Theologen ums Wort bitten und dazu noch einen, der als katholischer Christ gewiss nicht im Verdacht steht, triumphalistisch über die Errungenschaften der Reformation zu sprechen. Also wenn Sie Beschwerden haben, richten Sie sie an die Veranstalter. Schon in einem früheren Buch von mir, in dem es um die Zukunftsmöglichkeiten des Christentums ging, das Buch heißt Glaube als Option, habe ich 6 verschiedene, seit längerer Zeit kursierende Thesen über die langfristige Kulturbedeutung des Protestantismus voneinander unterschieden. Heute würde ich sogar noch 2 weitere hinzufügen. Alle 8 werde ich ganz kurz nennen, aber nicht gründlich erörtern. Also erschrecken Sie nicht, wenn ich das versuchen würde, wäre es natürlich ein abendfüllendes Programm. Deshalb werde ich nur zu einigen wenigen überhaupt etwas hinsichtlich ihrer empirischen Haltbarkeit sagen. Am Schluss soll dann eine Bemerkung grundsätzlicher Art über unser wertendes Verhältnis zu historischen Großereignissen stehen. Am berühmtesten, das wissen Sie alle, von allen diesen Thesen, die von Max Weber in seinem Aufsatz von 1904 über die protestantische Ethik und den Geist des Kapitalismus. Obwohl Max Weber diesen Text vor seiner Hinwendung zur Soziologie verfasste, gilt er in diesem Fach weltweit als kanonisch. Vor allem in den USA nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dieser Text auch zum Bestandteil einer selbstbeweihräuchernden Ideologie, der zufolge die USA ihre ökonomischen Erfolge und ihre Weltmachtstellung der überlegenen protestantischen Arbeitsmoral ihrer Bürger verdankten und damit auch moralisch verdienten. Zumindest an dieser Verwendung der Weber-These würde ich ehrlich gesagt kein gutes Haar lassen. Aber auch bei Webers eigenem Text stehen unumstrittene Berühmtheit und umstrittener Sinn der Behauptung in einem merkwürdigen Missverhältnis. Also alle sagen, das ist eine ungeheuer zentrale Schrift, aber alle haben eine unterschiedliche Meinung, was da eigentlich drinsteht. Ja, ist ja komisch. Weber war vorsichtig genug, nicht vom Kapitalismus und der Entstehung des Kapitalismus aus der Reformation herauszusprechen. Wäre ja auch, wenn man Luthers wirtschaftsethische Schriften heranzieht, höchst unplausibel natürlich, sondern vom kapitalistischen Geist. Aber was ist so ein Geist eigentlich? Und wie verhalten sich Berufsethos oder innerweltliche Askese oder methodische Lebensführung, also das sind alles Begriffe von dem Weber, um das zu umschreiben, worum es da geht, wie verhalten sich diese eigentlich zum wirtschaftlichen Erfolg und seinen anderen ideellen oder materiellen Determinanten? Und welchen Protestantismus meinte Weber? Weber, der das Luthertum bekanntlich für den deutschen Obrigkeitsstaat und die Untertanengesinnung seiner Landsleute verantwortlich machte und wörtlich als den schrecklichsten der Schrecken bezeichnete. Geschmackvollerweise übrigens in einem Brief an den großen lutherischen Theologen Adolf von Harnack. Für mich bleibt von dieser These, und wir können da ja in der Diskussion viel mehr darüber sprechen, heute empirisch gesehen fast nichts übrig. Nach Webers eigenem Bekunden war er auf die Idee zu seinem weltberühmt gewordenen Aufsatz durch den Rechtshistoriker Georg Jelinek gekommen, der 1895 die These veröffentlicht hatte, dass die Menschenrechte keineswegs ein Produkt der Französischen Revolution und der religionsfeindlichen französischen Aufklärung seien, sondern des Protestantismus, allerdings viel spezieller jetzt des nordamerikanischen Protestantismus.
Das ist die zweite, kurz zu nennende, Protestantismus-These. Von dieser halte ich nach meinen eigenen Forschungen zur Geschichte der Menschenrechte viel, obwohl im Detail manches zu korrigieren ist. Wichtig ist allerdings, dass Jelinek den Kampf einzelner Protestanten um Religionsfreiheit auch, wie einer davon geschrieben hat, im 17. Jahrhundert für Juden, Heiden, damit waren die Indianer gemeint, und Türken, Muslime, dass er diesen Kampf gerade gegen die intolerante protestantische Mehrheit in Massachusetts führte. Nicht der Protestantismus als solcher, sondern der Lernprozess Einzelner, dass die Erfahrung religiöser Verfolgung zur Überwindung aller religiösen Verfolgung Anlass gibt, war entscheidend. Der musste abhauen aus Massachusetts, um sein Ideal der Religionsfreiheit verfechten zu dürfen. Eine dritte These wurde von dem großen protestantischen Theologen Ernst Troeltsch entwickelt, übrigens einem Hausgenossen und Rivalen Max Webers. Von ihm wird der Reformation ein Schub an religiöser Individualisierung zugesprochen. Und ich zitiere Troeltsch: Der mit einer prinzipiellen Kritik des Herkommens verbundene religiöse Individualismus der persönlichen Glaubensüberzeugung. Im Kern scheint mir diese These haltbar. Allerdings bedarf auch sie der näheren Qualifizierung. Wir sehen heute deutlicher, dass der Schub an religiöser Individualisierung schon vor der Reformation in der spätmittelalterlichen Frömmigkeitskultur einsetzte. Ich muss sagen, ich habe heute wieder bei der Vorstellung gehört, die Frömmigkeitskultur sei am Boden gelegen, als Luther kam. Das stimmt einfach nicht. Ja, also das kann man einfach, glaube ich, auf der Grundlage der Forschung dazu nicht mehr sagen. Und einer bedeutender deutscher Historiker, Hartmut Bogmann, hat mal geschrieben, irgendwie ist die These sogar in sich widersprüchlich. Viele Protestanten sagen, die Klöster waren ein einziger Saustall. Aber niemand sagt das über Luthers Erfurter Augustinerkloster, weil es kein Saustall war. Ja? Immer die Sachen, mit denen der Luther oder seine Frau in Berührung waren, sind von dem pauschalen Negativurteil ausgenommen. Und auch die Tatsache, dass viele auf die Reformation angesprungen sind, zeigt doch irgendwas zum Beispiel über das Bildungsniveau der Leute, die darauf angesprungen sind. Also war die Bildung nicht am Boden, im Reich nicht. Und wer würde denn in Gottes Namen sagen, dass die Bildung in Florenz am Boden lag damals? Ja, oder in Rom? Also jetzt bin ich auch ein bisschen in den Ton verfallen. Es muss irgendwie von dem Podium. Gut, also es gab schon vor der Reformation einen Schub an religiöser Individualisierung und nach der Reformation fand dieser erst recht, dieser reformatorische Schub, auf katholischer Seite vielfältige Entsprechungen. Die Bibelorientierung, manche sagen die Bibliokratie, und der Gehorsam im Staat begrenzten diesen lutherschen Individualismus zudem strikt, weshalb erst das späte 18. und dann erst die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts wirklich zu einem breiten wirksamen Individualismus führten. Drei weitere Thesen nenne ich jetzt nur summarisch. Die Rolle des Calvinismus bei der Entstehung des modernen bürokratischen Staates in den Niederlanden und in Brandenburg-Preußen. Die Zusammenhänge zwischen Puritanismus und Demokratie oder zwischen Puritanismus und moderner Wissenschaft. Zu diesen Thesen kommt heute auf höchstem Niveau neu entfaltet die These des amerikanischen Reformationshistorikers Brad Gregory, die man als Fragmentierungsthese bezeichnen kann. Ihr zufolge hat die Reformation, ohne dies zu intendieren,
die europäische Kultur in ihre Fragmente zersprengt, den Herrschern der einzelnen Staaten etwa durch ihr Drohpotenzial gegenüber dem Papst, sie würden ihr Territorium der Kirche entziehen, neue Macht gegeben und so letztlich der Säkularisierung Europas Vorschub geleistet. Die Debatte darüber hält an. Störend ist, dass hier vieles von dem, was von modernen Enthusiasten dem Protestantismus als Verdienst zugeschrieben wird, einfach ins Gegenteil umgekehrt wird. Schließlich möchte ich noch an eine achte These erinnern, die lautet, die Reformation stelle einen Gipfelpunkt in einem langgezogenen historischen Prozess der Entzauberung dar, für den also die Bekämpfung magischer Züge in der Religion zentral sei. Hier wissen wir freilich heute, dass die theologischen Lehren der Reformatoren und das religiöse Leben der protestantischen Bevölkerung weit voneinander abweichen konnten. Die anfänglichen Versuche auf die Sakralisierung von spezifischen Zeiten, Orten, Personen konsequent zu verzichten, ließen sich nämlich nicht auf breiter Front durchsetzen. Neue evangelische Formen der Weihe von Kirchengebäuden, Orgeln, Altären, Friedhöfen, Kirchenglocken entstanden, die immer wieder gegen magische Instrumentalisierungen abgesichert werden mussten. Berühmt ist das Beispiel der Hagelpredigt, die an die Stelle eucharistischer Prozessionen um die Felder trat, um die Ernte vor Unwettern zu schützen. Verstehen Sie, man kann nicht mehr eine eucharistische Prozession machen, also muss einer predigen beim Zug um die Felder. Den hört man schlecht und der Zweck ist offensichtlich nicht das Zuhören bei der Predigt. Luthers Teufelsglaube ist sprichwörtlich, doch war auch Calvins Welt- und Geschichtsbild das eines kosmischen Kampfes von Gott und Teufel, in den weitere Kräfte, Engel und Dämonen, für die es ja ein biblisches Zeugnis gibt, durchaus eingreifen. In der aufgepeitschten Stimmung und den Wirren konfessioneller Kriege und Bürgerkriege konnte der Glaube an ein solches nun wirklich nicht entzaubertes Weltbild sogar noch intensiviert werden. Es gibt Historiker, die die Zeit von 1500 bis 1650 deshalb als eine Epoche nicht der Entzauberung, was heute auf Englisch immer Disenchantment heißt, sondern der gesteigerten Verzauberung, die sagen des Superenchantment bezeichnen. Dies zeigt, wie wichtig die Unterscheidung von Alt- und Neuprotestantismus ist, die sich im 19. Jahrhundert herausgebildet hat und von Ernst Rölsch ausgedrückt wurde, nämlich zwischen dem ursprünglichen Protestantismus der Reformationszeit und seiner Umformung in der Epoche der Aufklärung. Der Wunsch nach einfachen kausalen Behauptungen und nach unzweideutigen Wertungen lässt sich, das kann ich glaube ich zusammenfassend sagen, nicht einfach befriedigen. Wenn wir die Reformation, ihre verzweigte Wirkungsgeschichte und unsere eigene Lage radikal historisieren. Wir müssen laufend unterscheiden zwischen den Absichten der historischen Akteure und den Wirkungen ihrer Taten. Ein Motiv, zum Beispiel das, die Religion zu entmagisieren, kann sein, sie reiner zu machen. Die Wirkung kann aber eine religionsschwächende sein. Wir müssen unterscheiden zwischen den vielfältigen Wirkungen eines historischen Geschehens und den vielfältigen Ursprüngen gegenwärtiger Zustände und Werte. Wir müssen der Nicht-Notwendigkeit, also das benutze ich, um nicht das abschreckende Wort Kontingenz zu benutzen, aber Zufälligkeit trifft das nicht, was gemeint ist, sondern wir müssen der Nicht-Notwendigkeit der Vergangenheit Rechnung tragen. Wir können fragen, wie wäre das 16. Jahrhundert verlaufen, wenn der Papst in dem Moment ein anderer gewesen oder anders reagiert hätte, wenn der Kurfürst von Sachsen anders gehandelt hätte, Luther anders auf die aufständischen Bauern eingegangen wäre,
oder gar die Türken nicht zurückgeschlagen worden wären. Durch solche Historisierung öffnet sich der Grund unter uns ins Bodenlose. Doch heißt dies nicht, dass wir nicht aus unseren heutigen Wertüberzeugungen heraus, und jetzt sage ich das mit einem chinesischen Ausdruck, nach Freunden in der Geschichte suchen dürften. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber also wir haben alle das Bedürfnis, in der Geschichte sozusagen Identifikationsfiguren zu finden. Diese werden uns dann immer auch belehren. Wir müssen also die Reformation nicht auf Teufel komm raus als Ursprung unserer Werte wie Demokratie, Menschenrechte, Sozialstaatlichkeit sehen, um uns an diese Werte gebunden zu fühlen. Im Dialog mit welthistorischen Figuren wie Luther und Calvin aber erkennen wir auch unsere heutigen Gewissheiten als etwas, was andere historisieren werden. Nicht die Reformation als solche wirkt in der Gegenwart weiter, sondern Menschen, die zu ihr von heute aus ein produktives Verhältnis finden. Das ist bei einer in erster Linie religiösen Umwälzung auch nicht überraschend. Die wichtigste Wirkung der Reformation scheint mir denn auch eine religiöse zu sein und in ihrem Beitrag zur religiösen Individualisierung zu bestehen. Einer religiösen Individualisierung allerdings, die sich ja nicht gegen religiöse Institutionen richten muss. Das können nur diejenigen vergessen, die keinen rechten Mut zu diesem religiösen Impuls fassen und daher erst in den kulturellen Wirkungen der Religion einen Grund zum Feiern finden. Vielen Dank. Applaus